Und eins verspreche ich, im nächsten Jahr holen wir uns den Pokal zurück, der uns eigentlich dieses Jahr schon gehören sollte. Willkommen zu einer Sonderausgabe, einer Ausgabe Spezial Jagdfieber rund um das ERF-Pokal-Turnier hier in Berlin in der Max-Schwening-Halle. Und wir sind mit einem der wichtigsten Menschen der Füchse Berlin und er trägt den Namen der General. Wie kommen wir zu so einem Traumjob? Ich bin bis letztes Jahr August aktiver Soldat gewesen in der Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat mit den Füchsen Berlin eine Kooperation. Und in einem Gespräch mit Bob Hanning haben wir uns unterhalten. Und er hat mich gefragt, wie alt ich wäre. Und ich sage, ja, ich bin jetzt 55 und gehe dann in Ruhestand. Ja, sagt er, das kann doch gar nicht sein, dass man mit 55 schon im Ruhestand ist. Aber bei der Bundeswehr ist das so, gibt es eine besondere Altersgrenze. Und dann habe ich auch aus meinem Leben erzählt, dass ich selbst mal Handball gespielt habe, allerdings nur in den unteren Klassen, also bis Bezirksliga, höher ging das nicht. Und da kam das so zustande und vor circa anderthalb Jahren wurde ich dann zu einem Gespräch eingeladen. Da war Dagur Sigurdsson dabei, der Trainer, und Bob Hanning. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, denn Mannschaftsbetreuer der Füchse Berlin zu werden. Ja, dann habe ich gesagt, oder erst mal gefragt, was da alles dranhängt. Und dann habe ich mir das überlegt, eine Minute lang, und habe gesagt, ich glaube, ein besseres Angebot im Ruhestand dann kann man doch gar nicht kriegen, als Mannschaftsbetreuer der Füchse Berlin zu werden. Wir haben in unserer Heimatkabine, hat jeder seinen Platz. Wenn ich die Trikots hinlege, ich weiß sofort, wo jemand ist. Wenn wir jetzt beispielsweise in eine andere Kabine kommen, hätten wir jetzt erstmal überlegen müssen, wer sitzt denn jetzt wo? Die sehen ja alle ein bisschen anders aus. Sicherlich hätten wir das irgendwie schon hingekriegt, aber hier weiß jeder, wo er hin muss. Und etwas ganz Wichtiges ist auch, wir haben hier im Hintergrund unsere Wertsachenschränke und da sind auch einige Sachen drin, wo ich meine Unterlagen drin habe. Und diese Schränke, die gibt es in den anderen Kabinen nicht. Und auch die Kleiderschränke muss ich ja auch viel umgezogen werden, offizieller Anzug, inoffizieller Anzug. Und das wäre dann schon auch mit einem erheblichen Organisationsaufwand verbunden gewesen. Der Physiotherapeut hätte erstmal eine Liege wieder besorgen müssen. Hier bei uns steht immer eine drin. Und es hängt ja auch alles immer ein bisschen so, ja, ich will mal sagen, so auch ein bisschen mit Aberglaube zusammen. Ne? Das ist unsere Heimatkabine. Und wenn wir doch hier in unserem Fuchsbau spielen, dann wollen wir auch unsere Kabine haben. Also bei uns wird sicherlich vor dem Spiel auch mal ein bisschen gescherzt. Was auch ein Ritual ist, ist, dass hier Musik in die Kabine kommt. Und zwar, die ist dann auch ordentlich aufgedreht. Das hört man so zumindest hier im Umkreis in der Halle. Es ist jetzt immer noch, oder sagen wir mal meistens, die Musik von Ica Romero. Sehr viel Spanisch und Sie wissen ja, da ist immer ein bisschen Feuer drin. Da wird auch mal ein Tänzchen hingelegt oder da wird auch mal ein Scherz gemacht oder wird gesagt, ach, Icas Musik wieder. Es wird gescherzt in der Kabine, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ist auch, wie Sie das eben angesprochen haben, ist auch der Tunnelblick. Als ich angefangen habe hier bei den Füchsen, wurde ich in einem Zeitungsinterview schon mal gefragt, was ist der größte GAU, der Ihnen passieren könnte. Dann habe ich gesagt, wenn ich die Trikottasche vergesse, das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Ganz aktuell, ich bin heute Morgen in das Teamhotel gefahren und dort mussten die Spielerlisten abgegeben werden. Und ich hatte die Spielerliste zu Hause auf meinem Schreibtisch liegen. Bin das alles heute Morgen nochmal durchgegangen und habe sie dann prompt heute vergessen. Aber Gott sei Dank hatte ich noch eine Blanko-Spielerliste in meinem Rucksack drin, die ich immer für Bundesligaspiele dabei habe, wenn mal irgendwas sein sollte. Und dann habe ich es schnell im Teamhotel vor der Delegation neu geschrieben. Aber da können Sie sich vorstellen, als ich die Liste im Hotel gesucht habe, weil die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden muss, da ist mir dann doch erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Aber es ist gut gegangen. Aber so hier bei den, ich sage mal, Spielen zu Hause, auch auswärts, da habe ich eigentlich noch nichts vergessen. Wobei man natürlich sagen muss, heute vor so einem Event oder heute und morgen,
da ist man natürlich schon angespannt. Mensch, kann das so was Tolles werden wie in Hamburg? Ich glaube fest dran, ganz fest. Das muss man auch, glaube ich. Und ich glaube, die Mannschaft glaubt auch dran. Als besondere Unterstützung für den Teambetreuer der Berliner Füchse reiste eigens der Sohn aus dem Saarland nach Berlin an. Eigentlich kann dann ja nichts mehr schiefgehen und die rund 8000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle bekommen dann den Pokal zu sehen, den am Sonntag Kapitän Ica Romero als erstes in die Hände nehmen soll. Entsprechend inszeniert mit dem Hauptdarsteller des Theaterstücks Gefährten, dem Pferd Joey und der Pokalüberbringerin Elena. Die Inszenierung erzählt die fiktive, aber dennoch wirklichkeitsnahe Geschichte einer Freundschaft zwischen dem englischen Jungen Albert und seinem Pferd Joey während des Ersten Weltkrieges. Der Traum der Füchse soll aber keineswegs fiktiv bleiben, sondern real werden. Beide Teams trafen bereits in der Champions League aufeinander. Die Füchse spielen dazu passend in Weiß. Doch der ungarische Vizemeister beginnt zielstrebig, kann gleich zu Beginn der Partie auf 4:1 davonziehen. Bei den Füchsen ist die Nervenstärke von Konstantin Igropoulou gefragt. Und schon zu diesem Zeitpunkt ist auf den Rängen klar, diese Partie wird nichts für schwache Gemüter. Hoffnung gibt den Berlinern der wiedergenesene Pavel Horak, schöner Pass von Konstantin Igropoulou. Und Horak setzt seine ganze Durchschlagskraft ein. Füchse-Trainer Dagor Sigurdsson schickt nun seinen Kapitän mit auf die Platte. Und die Berliner Angriffe werden variabler. Matthias Sachisson trifft von außen. Doch die Spieler von Pete Chaget behalten den Durchblick, ebenfalls über außen und dann ein schöner Pass durch den Kreis. Ball aufs Scholt vollendet diesen schönen Angriff der Ungarn. Die Berliner haben es zumeist schwer, sich durch die kompakte Deckung der Gäste zu kombinieren. In dieser Szene gelingt das Anspiel an den Kreis Jesper Nielsen mit seinem ersten Treffer in dieser Partie. Und im Tor der Füchse kommt Routinier Peter Stochel immer besser in die Partie. Doch mit 9:13 geht es in die Halbzeit und die Füchse müssen sich steigern im zweiten Spielabschnitt, zurückfinden zu ihrem gewohnten Spiel. Ich glaube, der Druck, der ist häufig sehr hoch. Insofern, glaube ich, haben wir eine sehr erfahrene Mannschaft, die mit dem Druck umgehen kann. Ein Problem des ersten Durchgangs nehmen die Füchse auch mit in den zweiten Durchgang, die Chancenverwertung. Die Berliner lassen zu viele klare Würfe ungenutzt. Doch die Deckungsarbeit wird im Verbund besser. Fabian Wiede und Frederik Petersen unterbinden den Wurf und dann kann Matthias Sachisson seine Schnelligkeit ausspielen. Die Füchse kommen in Schlagdistanz 15:17. Am Ende der Partie ist der Schwede zusammen mit Bartolomiaschka bester Schütze seines Teams. Eine Szene mit Wirkungskraft kann die doppelte Parade von Peter Stochel sein, der gleich zwei Bälle aus kürzester Distanz abwehrt. Der Routinier hält sein Team im Spiel und Fabian Wiede kann den deutschen Pokalsieger auf einen Treffer heranbringen. In einem immer intensiver werdenden Match schafft es der Spielmacher, sich gegen die starke Deckung der Gäste durchzusetzen. Nun lebt der Finaltraum, doch in den entscheidenden Phasen schaffen es die Berliner nicht, den Ausgleich zu erzielen. Letztlich zu viele Fehlwürfe und zu viele Unkonzentriertheiten und zudem die Abschlussstärke von Pete Chaget lassen den Finaltraum zerplatzen. Die Füchse verlieren das Halbfinale mit 24:22. Heute in Berlin mit voll Max-Schmeling-Halle ist hart, ist kein anderes Wort. Ist hart zu verstehen und ist hart für mein Herz. Die Mission der Füchse heißt nun Platz 3, die allerdings ohne Pavel Horak und Dennis Bojaric und mit den angeschlagenen Ica Romero und Bartolome Jaschke angegangen werden muss. Doch der Spielmacher beißt auf die Zähne und findet Jonas Tümmler am Kreis. Und der Kapitän beweist gleich nach seiner Hereinnahme seine Flexibilität, taucht am Kreis auf und bringt sein Team erstmals mit 8:7 in Führung. Der Mann, der am Ende des Turniers zum MVP gewählt werden sollte, wird dieses Spiel nachhaltig prägen. Romero mit dem nächsten Treffer. Und auch als Anspieler beweist der scheidende Kapitän sein gutes Auge, findet Jonas Tümmler. Doch auch Konstanzer will sich mit einem Sieg aus dem Wettbewerb verabschieden. Insgesamt treten die Füchse formverbessert im Spiel um den dritten Platz auf. Treffen weit mehr Würfe aus dem Rückraum als tags zuvor. Doch in die Halbzeit geht es mit einem Eintore-Rückstand. Es haben heute eigentlich mehr Dinge gepasst, als das Ergebnis wiedergespiegelt hat. Es war für mich teilweise auch irritierend, wenn ich da mal hochgeguckt habe und festgestellt habe, es steht nur unentschieden oder sogar, dass wir einen hinten liegen. Auf die Wurfqualität der Nummer 66 kommt es auch im zweiten Durchgang an. Am Ende trifft Sven-Sören Christoffersen 66% seiner Würfe.
In einer immer hitziger werdenden Partie gilt es, die Ruhe zu bewahren. Die Berliner in Unterzahl, schönes Antäuschen von Kolja Löffler und Markus Richwin mit dem Treffer. Die Hausherren kommen nun immer besser in die Partie, auch wenn die Gästefans noch siegesgewiss sind. Das Momentum wechselt auf die Berliner Seite. Markus Richwin mit der puren Entschlossenheit zum nächsten Treffer. Die Zeit endet hier langsam und ich wollte nicht, dass ich jetzt hier zwei Heimspiele zum Schluss hintereinander bei so einem schönen Turnier verliere. Darum habe ich heute alles gegeben, weil ich wusste, wir brauchten das als Mannschaft und das Publikum brauchte auch einen positiven Abschluss und damit habe ich alles gegeben. Und dann beginnt die Ica Romero Show. Der Kapitän bringt sein Team in Führung und sichert via frechen 7 Meter den Sieg. Mit dem 29:28 Sieg gegen Konstanza schließen die Füchse das Turnier versöhnlich ab. Die Enttäuschung des gestrigen Spiels haben wir sicherlich nicht ganz abschütteln können. Und es war für uns das Mindeste, nicht zwei Spiele in Folge in der heimischen Halle zu verlieren. Vor den Augen einiger Füchse-Spieler sicherte sich dann am Ende der Halbfinalgegner Pete Shaggett den Gewinn des ERF Cups 2014 im Finale gegen Montpellier. Ich glaube, Berlin hat sich von seiner besten Seite gezeigt. Die Fans waren bis zur letzten Sekunde da. Die Mannschaft hat es diesmal nicht gepackt. Sie sind selber am meisten enttäuscht. Aber wir haben auch einen tollen Sieger. Shaggett hat ein tolles Turnier gespielt. Und insofern Glückwunsch nach Ungarn. 2 Stunden nach der Siegesfeier betreten die Berliner die Aftershow-Party im Soda-Club der Kulturbrauerei. Mit einem dritten Platz und einer klaren Kampfansage endet das ERF Cup Final Four Turnier 2014 in Berlin. Wir haben eine unendliche Moral gezeigt, dieses Spiel zu kippen. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Momente jetzt speichern. Und eins verspreche ich, im nächsten Jahr holen wir uns den Pokal zurück, der uns eigentlich dieses Jahr schon gehören sollte. Das war ja der EF-Pokal 2014. Das war die Sonderausgabe Jagdfieber. Das war das Spezial mit einem verdienten Sieger der ungarischen Spitzenmannschaft, die uns im Halbfinale geschlagen hat, wegen Szeged und einem dritten Platz unserer Füchse Berlin. Vielen Dank!